Heute mein klassisches Load-in, muss man fast schon sagen, für die Tour nach Bornholm. Ich fange mal mit dem Grobzeug an. Das ist hier ein Mardingtop. Ich glaube, der liegt so bei 65 plus 10 Liter. Zum Pennen die großen Sachen, ein Defense One, Carinthia, immer wieder toll. Den nehme ich auch ohne Kompressionssack mit, weil es einfach, ja, weil es einfach nochmal 230 Gramm oder so spart. Genau, jetzt gehen wir mal zu den Sachen hier. Da haben wir mal erstmal ja, Handtuch, Unterhose und so, eine Badehose. Einlagen. Ja, nehme ich mit, falls mich die Schuhe mal drücken, dann kann ich die noch wechseln. Die Dinger nehme ich als Badelatschen. Die sind ultra leicht. Die liegen zusammen, glaube ich, bei 60 Gramm. Und die trocknen auch recht schnell. Und die dämpfen aber jeden Stein im Wasser ab. Ja, leider haben mir die Motten hier mein T-Shirt schon zerfressen, ist ein Merino-T-Shirt. So als ja, Base Layer habe ich hier Merino, Merino und ja, nochmal ein Merino Longsleeve dabei. Ich sehe schon, ich muss das mal ein bisschen kleiner machen hier. So, dann sieht man davon mehr. Ja, das wäre das oben drüber hier, der Klassiker North Face. Ja, das wäre das so zu den Anziehsachen. Eine Mütze, ich rechne mit viel Sonne und ja, eine Merino-Mütze, Merino-Schlauchschal und eine kurze Hose. In der Kombi komme ich eigentlich schon relativ weit, muss ich sagen. Ja, das zu dem. Würde ich als nächstes gehe ich zu den Schlafsachen über. Ja, das ist hier so eine Matte von tatsächlich von Decathlon, aber Decathlon über einen Händler. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber die hat 300 und ich weiß gar nicht. Ich habe mir einen Zettel gemacht. Die Matte hat 334 Gramm. Das ist also nicht so viel. Ja, mein Klassiker von der Firma Nordisk, das Kopfkissen, aufblasbar. Ist auch, hat auch wirklich eine schöne Größe. Wenn man das denn aufgeblasen hat, kann man auch gucken, ob man es ein bisschen fester oder ein bisschen loser macht. Ich nehme es immer ein bisschen loser. Ist gut. So, diese Geschichten. Jetzt weiß ich nicht, es soll gutes Wetter geben. Hier wäre mein Ein-Personen-Zelt. Also Ein-Personen-Zelt sagt man eigentlich, weil es handelt sich ja nur um eine Person und nicht um ein Personen. Das wäre ja schon Plural. Ich glaube, ich lasse das hier. Das liegt so bei 950 Gramm mit allem Pipapo. Und nehme hier von Sea-to Summit ist hier drin. Der Poncho, der Regenponcho, der lässt sich als Tarp nutzen. Ja, ich deute das jetzt mal nur an. So ein ganz dünnes Knisterzeug. Sehr, sehr leicht. Ja, 200 Gramm. Dazu habe ich hier das gleiche nochmal von der Firma Opre tatsächlich. Ist ein bisschen stabiler. Nehme ich so als Ground Sheet ganz oft. Die Sachen. Und hier ist ein Mückennetz drin. Von einfach schlichtweg, ich glaube von Lidl oder von Aldi. Ne, ist von Aldi. Dann würde das wegkommen. Dann hätte ich irgendwie bei 200 Gramm nochmal gespart. Das ist immer so meine, ja, Schlampe, hätte ich fast gesagt. Die nutze ich für alles. Ja, wenn ich knie zum Zelt aufbauen. Wenn ich mich irgendwo hinsitze und die Bank ist nass. Aber auch als Backup, wenn die Matte einfach mal ein Loch hat. Das ist mir auf etlichen Touren schon passiert, mit der noch nicht, mit meiner anderen noch nicht, aber es ist mir schon passiert. Insofern ist das ganz gut, wenn man noch ein Backup hat, dann hat man es wenigstens noch warm und ein bisschen weich, je nachdem, wo man schläft. Ja, Sonnenbrille, Klassiker. Ja, das wäre es eigentlich schon zu den Schlafsachen. Ist gar nicht so aufwendig. Die Kochsachen. Habe ich versucht, möglichst leicht zu gestalten. Das ist hier einmal eine Tasse ja, aus Titan, eine Pfanne aus Titan. Dazu habe ich mir hier einen Deckel gebaut. Recht leicht, ich glaube, der liegt bei 25 Gramm. Ja, das ist aber praktisch, reicht vollkommen aus. Und für die Tasse einfach als Deckel, den da drauf, da kann man schon wunderbar mit kochen. Als Kocher habe ich hier einen selbstgebauten kleinen ja, Spirituskocher. Da bin ich jetzt auch schon echt über ein Jahr mit unterwegs, hält immer noch das Ding.
Klassisches Trangia-Kreuz oben drauf. Bumm, kann man kochen hier, zack. So, ja, hält jetzt nicht. Wegen des Edelstahlrings, der da das beides verbindet, aber macht ja nichts. Ja, Spiritus sind halt immer erstmal, ich starte halt mit 500 Gramm Spiritus. Nicht ganz, 480 ist ja leichter als Wasser. Windschutz, relativ leicht, kann man auseinanderfalten. Ein Topf, habe ich mir in meinem Secondhand gekauft. Ich glaube, für 35 Cent kann man als Brettchen nehmen, habe ich auch schon gemacht, wie man sieht. Und das kann man immer gut gebrauchen. Das Ding habe ich mir irgendwo aus dem Müll gekramt, da hat jemand eine Party gemacht, das war noch ganz sauber. Das ist sehr leicht. Ja, so Kleinigkeiten, ne? Spülmittel in eine kleine Pushkin-Wodka-Flasche verpackt, wobei ich meistens das auch hier mit Gras und Wiese sauber mache. Genau, da vorne das Ding ist einfach nur, damit das hier nicht so zerknüttert, da packe ich das da in die Leberwurstdose. Ja, alternativ hätte ich noch, ich gehe mal rum, alternativ hätte ich hier noch so ein Faltschälchen. Das wiegt aber gute 30 Gramm mehr. Das ist eigentlich so ein Hundenapf. Ich wollte es einfach mal dabei nehmen. Ja, wer auf Platz achtet, für den ist das ganz gut, glaube ich. Ja, geht es eigentlich? Wird es direkt weitergehen zur Hygiene? Oder ne, wir sind noch beim Kochen. Beim Kochen nehmen wir so für die ersten Tage. Das ist von Gefro. Das ist so ein Pack mit Suppen. Ja, relativ wenig Kohlenhydrate und dafür recht eiweißhaltig das Ganze. Gartenkräuter ist immer gut. Einfach ein paar Tomaten klein geschnitten, ein bisschen Gurke, Gartenkräuter, Knorr fix drüber. Ist man schon Bürgermeister? Zimt mag ich total gerne in mein Müsli, wofür auch die Schale dann ist. Also einfach ein bisschen Zimt rein, schon cooler. Das ist hier nochmal special. Ich habe das in so einem anderen Video schon gezeigt, allerdings bei Insta. Ich habe mir hier, ach, ich zeige das einfach so, ich habe mir hier Senf im Grunde eingeschweißt mit so einem Vakuum-Einschweißgerät. Und das hier ist Kokosfett einfach. Da habe ich so kleine Formen. Ich hatte leider nur irgendwie Weihnachtsmann und Nikolausform. Habe ich hart werden lassen, dann eingeblistert. Und für abends zum Fischbraten, zum Hähnchenbraten hier in der Pfanne, das backt schon ganz schön an. Die ist halt nicht beschichtet, das ist pur Titan. Ist das gut? Ja, ich rechne mal so mit 1,5-2 Stück pro Bratgang. Ganz wichtig für mich, Magnesium habe ich mir abgepackt. Für jeden Tag, ich neige dazu, Wadenkrämpfe zu kriegen. Ja, einfach abgepackt, habe ich ein paar dabei. Ein Wasserfilter werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine ganz gute Sache, dann ist man so ein bisschen autark. Ich habe hier mit dem Ähnlichen, mit dem jetzt nicht das recht neu, habe ich einfach aus der Pfütze auch schon gefiltert. Schmeckt dann halt zwar so ein bisschen tonmäßig nach Erde, aber ich hab jetzt keine Magenprobleme gekriegt. Ja, das wäre es eigentlich zu den Kochutensilien. Kann ich weitergehen zum, ja, das ist im Grunde die nächste Nummer wäre, Hygiene und Körperpflege. Ach, da nehme ich mir immer so, das sind einfach Erfrischungstücher, die nehme ich mir mit. Ich mag das ganz gerne, mich damit zu erfrischen. Ich glaube, da nehme ich mir auch noch ein paar mehr mit. Hier ist eine Zinksalbe, das ist eine ganz kleine, ich glaube 20 Gramm sogar mit Verpackung. Wenn man sich mal wund läuft, ja, das ist ja doch eine längere Tour. Ich denke, wir werden so 150, 160 Kilometer gehen in den Tagen mit einem dicken Rucksack, wenn man sich wund läuft. Hat man wenigstens schon mal was dabei. Genau, Hygieneset. Hier sind drin Blasenpflaster. Hier sind drin Zahnputztabletten. Ein bisschen Creme abgepackt, Listex abgepackt. Aciclovir, sprich Zovirax, nehme ich mir immer mit. Ich habe mal irgendwann auf Natur, fing das erst mit einem kleinen Bläschen an, gerade mit viel Sonne. Und ich habe keine Apotheke gefunden. Das war nervig. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Paar Tabletten. Sonnenmilch habe ich mir abgefüllt, das ist im Übrigen immer ganz gut, das ist hier von Aldi, dieses Imitat von Actimel und ich sammle die Fläschchen immer, die sind ultra leicht, die liegen bei 6 Gramm und da kann man halt alles Mögliche reinfüllen. Ich fülle da Spiritus rein, ich fülle da Sonnenmilch rein, ich fülle da Trockenmilch rein, das ist gut. Hier, das ist so ein kleines Zekito, ist auch ein geiler Name, ich lese das gerade.
Ja, Insektenschutz. Einfach, wenn es zu viele Mücken sind. Wir sind ja am Wasser. Wenn wenig Wind da ist, habe ich die Erfahrung gemacht, kommen auch Mücken. Ja, das wäre eigentlich schon die Hygieneabteilung. Hier drin ist ein abgesägter Rasierer und eine abgesägte Zahnbürste. Ein kleines Stück, hier sieht man es, Seife. Nee, das ist so Trockenshampoo sagt man nicht. Man sagt festes Shampoo. Ja, festes Shampoo. Damit komme ich aber auch ewig hin. Ne? Ja, dann hier ein bisschen Angelequipment darf nicht fehlen. Das sind Paternoster für Hering, da gehen aber auch Makrelen drauf, habe ich auch schon mitgefangen. Eine kleine Angelrute kann ich relativ viel Gewicht mit rausballern. Ich glaube, die kann bis zu 40 Gramm auch an Wurfgewicht haben. Habe eine polyphile Schnur drauf. Ich glaube, 10,5 Kilo oder so kann die ab. Polyphile Schnur ist so eine mehrfach gesponnene Schnur, also nicht eine monophile, die nur aus einer Sehne besteht, die besteht aus 8 kleinen zusammengesponnenen Sehnen. Da ist man immer auf Nummer sicher, da reißt eigentlich so schnell nichts ab. Das hier ist mein Wanderstock, wo ich gleichzeitig hier im Grunde auch das Zelt, na, kein Gestänge, da würde ich das Zelt mit aufbauen. Das braucht halt so einen Pole, also Wanderstock oder ein Stück Stock oder irgendwas. Den nehme ich aber mit. Der hat hier das Gummiband. Da kann ich auch mein Handy reinklemmen. Und wenn ich den dann so weit genug weghalte, habe ich sogar ja, einen Selfie-Stick. Ja, dann kann ich mich so ein bisschen von oben filmen. Hat sich bewährt. Ist zum Wandern toll. Ist der billigste von Decathlon und ist gleichzeitig der leichteste, den man kriegt. Das sind immer ganz gute Sachen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich sie mitnehme. Das sind so, die kriegt man, warum hier Dirk draufsteht, weiß ich auch nicht. Ich heiße doch Günther. Ja, das sind so kleine Taschen, die man so als Werbegeschenk oder so kriegt, ne? So ultraleicht Einkaufstaschen. Die sind aber ganz gut. Ich denke, ich werde die kleine niedliche hier mitnehmen. Ja, und das war es eigentlich schon, ne? Das sind die Dinge, die ich so brauche. Den Rest kauft man. Ja, und wenn es mal zu kalt wird, geht man auch tatsächlich in den Laden, kauft sich irgendwie noch eine lange Jogginghose dabei und gut ist. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen mit dem Video. Schreibt mir vielleicht auch was in die Kommentare rein oder habt Fragen oder ja, um regen Austausch. Da freue ich mich immer. Und ja, sag mal einfach bis zum nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich schon von Bornholm oder von der Fahrt kommen. I've been waiting.